Hallo und schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier ein bisschen miteinander abchillen. Mein Name ist Nicole Davido und heute geht es um das Thema Intuition. Ich habe schon mal über das Thema Intuition hier im Podcast gesprochen und möchte da aber jetzt heute noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich die Frage einfach immer wieder bekomme und vor allen Dingen, weil deine Intuition so wichtig ist für deinen Manifestationsprozess. Deine Intuition bringt dich quasi in die Umsetzung und wenn du meinen Podcast schon länger hörst oder meine Arbeit kennst, dann weißt du, dass es mein absoluter Fokus in meiner Arbeit ist, die Umsetzung, weil du bist klug, du weißt schon ganz, ganz viel, schon intuitiv weißt du unglaublich viel und es geht einfach auch darum, dass du dein ganzes Wissen anwendest, dass du in die Umsetzung kommst, dass du deinen Impulsen folgst, wenn sie da sind und nicht dem Quatschi hast, der da direkt alles zerballert und sagt, nein, 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 nein. Ja, und deswegen werde ich heute darauf einsteigen, wie du wirklich wieder einen besseren Zugang zur Intuition bekommst, wie du wirklich deine Intuition nutzt, um dir dein Lieblingsleben zu manifestieren, womit du deine Intuition auch blockierst, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen, ich freue mich einfach riesig mit dir, diese Folge zu teilen. Ich habe ja letzte Woche auch eine Folge gemacht zum Thema Ego versus Higher Self. Also das ist auch wirklich fast so eine Ableitung auch davon, also so eine zweite Folge auch davon, weil ich letzte Woche ja viel über das Thema Higher Self gesprochen habe, was ja auch, ja, wie so deine Intuition auch ist und auch wie dein Higher Self mit dir kommuniziert. Also hör da gerne als erstes rein, bevor du diese Folge hörst. Und wenn du sie schon gehört hast, umso besser. Dann kannst du jetzt direkt reinsteigen. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse bei dieser Folge. Bevor es jetzt gleich losgeht, heute, wenn du die Podcast-Episode hörst, ist es schon der 11. April oder vielleicht hörst du die Podcast-Episode auch viel später. Auf jeden Fall möchte ich dich noch einmal darauf hinweisen, dass du dich noch für meinen kostenlosen Workshop Manifest Like a High Value Woman anmelden kannst. Es ist ein kostenloser Workshop, wo es darum geht, deine Manifestationspower anzuknipsen, wo du das High-Value-Woman-Prinzip nochmal lernst, wo du wirklich mit mir 5 Tage lang live bei Instagram bei @NicoleDavido gemeinsam an deinen Träumen, an deiner Vision arbeitest. Ich freue mich riesig darauf, weil, ja, du weißt, ich bin ein großer Fan vom Thema Manifestation. Du weißt, ich gehe dafür los, dass Frauen sich daran erinnern, was für schöpferische, grandiose High-Value-Wesen sie sind und ich weiß einfach, dass ich dich da so sehr supporten kann und deswegen komm in den Workshop, teile es sehr, sehr, sehr gern mit Freunden, mit Familie, mit Kollegen, mit deinem Chef, mit whoever, es sind schon unglaublich viele Menschen angemeldet und es wird einfach eine grandiose Energie, also du kannst dich freuen, ich freue mich jedenfalls riesig. Du findest alles in den Shownotes, dort findest du die Anmeldung. Es ist wichtig, dass du dich anmeldest, weil dann bekommst du auch ein Worksheet zugeschickt, du hast die Möglichkeit, ganz großartige Preise zu manifestieren, also ja, go for it, melde dich an, ich freue mich riesig auf dich. Jetzt geht's aber erstmal los mit dieser Episode zu dem Thema Intuition. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse. Ja, ich starte die Podcast-Episode direkt mal mit der Frage, was ist Intuition? Was bedeutet Intuition für dich? Wodurch nimmst du deine Intuition wahr? Also denk mal kurz darüber nach. Wann waren mal so Momente, wo du dachtest, okay, das kommt jetzt von irgendwo. Ich weiß zwar nicht so richtig von wo, aber das fühlt sich jetzt irgendwie richtig an und ich sollte das tun. Und dann kommt oft Quatschi und sagt, nein, 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 das solltest du auf gar keinen Fall tun. Das sind wieder diese zwei Stimmen in deinem Kopf. Aber geh wirklich mal, ja, dein Leben durch und schau mal, wann hast du wirklich intuitiv gehandelt und wie hat sich das für dich angefühlt oder wie kam das dir? War das vielleicht in der Form eines Impulses, einer Vision, eines Gedankens? Weißt du, für mich ist die Intuition wirklich so ein tiefes Wissen, so ein Deep Knowing. Das ist so ein Impuls, das ist so ein Download von oben, wo man auf einmal einfach so weiß, ah ja, das ist, wie ich es machen soll. Ah ja, das wäre richtig, das wäre falsch. Oh nee, lieber nicht da lang laufen. Also es ist auch etwas, was du wirklich schwer erklären kannst, wie du merkst. Ja, das kann
kannst du nicht logisch erklären. Das ist hier wieder Bewusstsein, Unterbewusstsein. Deine Intuition ist auf jeden Fall in deinem Unterbewusstsein, weil du kannst es nicht so logisch erklären, hey, das ist, warum ich jetzt gerade diese Entscheidung treffe, weil oft macht deine intuitiven Entscheidungen machen überhaupt gar keinen Sinn logisch. Ja, da wird jeder sagen, hä, wieso machst du das jetzt? Und du bist dann so, ich kann es nicht so richtig erklären. Das ist irgendwie für mich meine Intuition. Weil so oft kommt das auch in so einem Gänsehautmoment oder auch so ein Hunch oder so eine Stimme, die einfach sagt, Nicole, das solltest du jetzt machen. Ich weiß noch zum Beispiel, als ich meine erste Übungsklientin hatte beim Coaching, also wirklich meine allererste, die jetzt nicht meine Freundin war oder irgendjemand, den ich kannte, also wirklich jemand, der ganz fremd war und wirklich damals in meine Praxis, in Anführungsstrichen, mein Wohnzimmer, weil ich es sich in eine Praxis verwandelt hatte, reinkam. Und ich weiß noch, ich war in dieser Coaching-Session und da war danach, kurz bevor wir fertig waren, war so diese ganz klare Stimme, Nicole, this is what you are supposed to do. Also, das ist, was du tun sollst. Das war so eine ganz klare Stimme, ja. Und ich kannte die auch von vorigen Sachen, aber da erinnere ich mich jetzt gerade, das kam mir jetzt gerade, war so prägnant und da, beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, war, meinen Beruf als Coach einzuschlagen, ja. Es sind oft bei mir auch solche Momente der krassen Energie, wenn ich so einen Schub an Energie kriege und auf einmal so bin so, oh ja, und dann kommen die Ideen, ja. Das ist ja wieder, wie ich eben gesagt habe, dieser Download und dann hast du diese Idee. Und als ich damals noch in der Filmindustrie gearbeitet habe, da haben mir auch oft so Regisseure oder ja auch Drehbuchautoren und so weiter erzählt, dass die irgendwie so Downloads hatten, also dass die irgendwie morgens wach geworden sind und dann auf einmal so ping und auf einmal war es so, ey, und dann hatten die auf einmal so das Ende von diesem Drehbuch, welches dann irgendwie mega viele Awards gewonnen hat oder so. Also es war oft einfach wirklich so etwas, das man nicht erklären konnte, wo die sich nicht hingesetzt haben an einem Tisch oder so, komm, ich denke mal darüber nach, okay. Oder bei mir war das auch mit meinem Podcast. Also tatsächlich hieß ja früher mein Podcast Wonders of Worth, okay. Das war ein englischer Titel, der hat nicht so richtig funktioniert im deutschen Markt und Leute wussten nicht so richtig, hä, was bedeutet Wonders of Worth? Und ich wusste die ganze Zeit, okay, ich möchte einen neuen Titel, der auch viel besser zu meiner Positionierung passt und zu dem passt, wo ich zustehe und habe darüber nachgedacht und hatte natürlich keine Ideen und alles, was mir kam, war irgendwie, ja, nicht so cool und ich werde es nie vergessen, dann bin ich irgendwann aus der Dusche ausgestiegen. Also ich kam wirklich gerade aus der Dusche und in dem Moment so Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go, boom. Und es kam einfach so und ich bin sofort ins Wohnzimmer gerannt, habe das aufgeschrieben und dann, taram taram, hat danach auch mein Podcast, wirklich, wir sind so von 100 Hörern, die im Monat, wurden es auf einmal irgendwie fast 20.000. Das sind meistens auch so Eingaben, die dann auch wirklich etwas Großes bewegen. Also das ist letztendlich deine Intuition. So, warum ist deine Intuition so wichtig für deinen Manifestationsprozess? Ich meine, was ich dir gerade erzählt habe mit meinem Podcast zum Beispiel, ja, also ich wollte diesen Podcast natürlich an viel mehr Menschen bringen. Das heißt, was habe ich mir gewünscht, also das, was ich mir manifestieren wollte, war, meinen Podcast an viel mehr Menschen zu bringen. Und dann ist es natürlich unglaublich wichtig, dass du achtsam bist, dass du diesen Impulsen folgst, dass du tatsächlich auch zuhörst, wenn da diese Stimme kommt und sagt, hey, Nicole, this is what you are supposed to do. Oder hey, Nicole, nenn mal so deinen Podcast. Oder hey, geh mal und lauf mal auf dieser Straßenseite heute, anstatt auf der Straßenseite. Wenn wir natürlich die ganze Zeit in unserem Quatschikopf gefangen sind und uns die ganze Zeit Sorgen machen, die ganze Zeit in der Vergangenheit leben oder in der Zukunft leben, uns die ganze Zeit 10 Millionen Gedanken über alles Mögliche machen, dann hören wir natürlich diese Stimme nicht, dann hören wir diese Impulse nicht, ja. Und wir haben so oft den Zugang zu unserer Intuition verloren, weil das in unserer Gesellschaft wird ja auch eher so Logik, analytisch sein gefördert. Ja, in der Schule werden wir ja nicht irgendwie gefördert, irgendwie intuitiv zu sein. Wir werden ja eher dazu gedrillt, nachzudenken und zu denken, bevor wir reden und diese ganzen Sachen. Und deswegen dürfen wir jetzt wieder den Zugang finden zu unserer Intuition, weil ganz ehrlich, guckt ihr Kinder an. Kinder sind so krass intuitiv. Ich liebe es, Kinder zu beobachten, weil, weißt du, Kinder wissen genau, wann sie essen wollen, also wann sie Hunger haben, wann nicht, mit wem sie irgendwie Zeit verbringen wollen und mit wem nicht. Da ist keine Frage darüber, weil sie handeln intuitiv. Apropos Essen, intuitives Essen, da gibt es ja auch ganz großartige Programme zu. Und ich muss auch dazu sagen, ich esse inzwischen sehr intuitiv, weil mir die ganzen Diäten und diesen ganzen blöder Kram hat mich nur in irgendwelche Essstörungen gedriftet. Und seitdem ich wirklich mich so intensiv mit meiner Intuition auseinandergesetzt habe und auch so mit meiner Intuition verbunden bin,
höre ich auf meinen Körper, ja, und bin einfach so, okay, was braucht mein Körper jetzt, was möchte mein Körper jetzt haben, was würde mir jetzt gut tun? Und manchmal ist es auch ein Stück Schokolade, ja, und das ist dann aber auch fein, aber ganz intuitiv würde ich nicht jeden Tag Bock haben auf nur Schokolade essen, ja. Das ist nur, wenn wir in unserem Quatschi gefangen sind und dann da unterwegs sind in Form von, ich werte mich jetzt ab, weil ich habe ein Stück Schokolade gegessen, weil das ist nicht Teil meiner Diät oder was auch immer, dass wir dann wieder Schokolade wollen, weil wir dann in diesen Rebellmodus gehen, ja. Ja, also dich mit deiner Intuition zu verbinden, unterstützt dich auch wirklich ein anderes Körperbewusstsein zu erlangen und vor allen Dingen deinen Körper, ja, deine Beziehung zu deinem Körper zu heilen. Also so war das bei mir auf jeden Fall. So, und jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, wie du wirklich deine Verbindung zu deiner Intuition stärkst. Wie du wirklich, ja, diese Stimme zwischen Quatschi, also deiner Angst und auch deiner Intuition unterscheiden kannst. Und wie du auch vor allen Dingen das stärken kannst. Weil letzte Woche habe ich dir ja schon ganz viele Beispiele genannt, wie die beiden kommunizieren. Und jetzt möchte ich, dass wir wirklich den Fokus darauf legen, dass du deine Intuition stärkst. Weil das ist etwas, was ich tatsächlich bis heute immer noch täglich tue, weil halt meine Intuition mir so großartige Dinge ermöglicht hat. So, und jetzt möchte ich ganz gerne mit dir darüber sprechen, wie wir die Intuition stärken können, wie wir sie entwickeln können, wie wir unseren Zugang wieder stärken können, weil es ist einfach so wichtig, weil ich möchte einfach da einen großen Fokus drauf legen, weil wir unsere Intuition brauchen für den Manifestationsprozess. Und ich habe darüber wirklich in der letzten Zeit auch alleine wegen dem Workshop super viel drüber nachgedacht, wie ich das gemacht habe mit der Manifestation, also wie ich es geschafft habe, mein Traummann, mein Traumhaus, finanzielle Freiheit, die großen Dinge, die ich mir lange, lange, lange gewünscht habe, wie habe ich das geschafft, die zu manifestieren, weil natürlich möchte ich das an dich weitergeben, ist ja klar. Und da kam meine Intuition ganz, ganz, ganz groß oben mit. Ja, und deswegen ist es so wichtig, den Zugang zu stärken. Okay, ich werde jetzt einfach ein paar Punkte durchgehen, wie ich persönlich den Zugang zu meiner Intuition stärke, was mir hilft. Und es ist vor allen Dingen natürlich auch so tägliche Praxisen. Ja, du kannst nicht so einen Wochenendkurs machen, so stärkst du deine Intuition und dann nie wieder irgendwas dafür machen. Das ist ja klar, ja. Also als allererstes, ich habe dazu auch eine ganze Podcast-Folge Bewusstsein. Also ich weiß nicht, ob irgendwas kraftvoller ist als Bewusstsein, Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu leben. Deine Intuition ist im Hier und Jetzt aktiv. Deine Intuition spricht mit dir im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, so wie Quatschi unterwegs ist, in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Das heißt Bewusstseinstraining, das heißt immer mal wieder horchen, was höre ich gerade? Du kannst mir jetzt mal ganz kurz bei mir machen, weil bei mir liegt nämlich gerade mein Hund neben mir, der schnarcht. Ich weiß nicht, ob du schon die ganze Podcast-Folge durchhörst, aber es ist mal ein ganz gutes Bewusstseinstraining. Was hörst du? Fährt auch gerade irgendwo ein Auto vorbei. Heute ist irgendwie ein bisschen laut. Aber das ist super, weil das ist für die Übung gerade super. Weil es ist einfach nur mal ganz kurz innezuhalten. Was hörst du gerade? Was riechst du gerade? Was schmeckst du gerade? Was spürst du gerade? Also spürst du vielleicht deine Füße auf dem Boden? Spürst du vielleicht da, wo du gerade drauf sitzt oder liegst? Spürst du deinen Körper? Was siehst du gerade? Und es nicht irgendwie zu bewerten mit Quatschi, der da wieder irgendwie etwas erzählt, sondern wirklich einfach neugierig, bewertungsfrei im Hier und Jetzt sein. Genau, eine weitere Sache, die mir unglaublich hilft, ist Körperarbeit. Atemübungen, ganz, ganz, ganz wichtig. EFT, Emotional Freedom Technique, Tapping, machen wir alles bei mir im Gruppencoaching. Ja, weil mir ist Körperarbeit so wichtig. Tanzen, also im Hier und Jetzt mich bewegen, Intuitive Movement, so unglaublich wichtig. Ja, was mir auch extrem hilft, ist irgendetwas Kreatives zu machen. Also wie gesagt, tanzen, aber auch malen oder ich mache dann immer so Ketten mit so Perlen. Ja, das hilft mir auch so sehr, mich mit meiner Intuition zu verbinden. Natürlich zu meditieren, aber vor allen Dingen in der Stille zu meditieren. Einfach mal da sitzen für 20 Minuten und einfach mal gucken, was kommt da gerade hoch, wenn ich nur mich auf meinen Atem fokussiere. Ja, da werden viele Gedanken kommen, aber dann trotzdem immer wieder in dem Moment dich zu verankern, das stärkt ja erstmal extrem diesen Achtsamkeitsmuskel und da kommen dann auch vielleicht Dinge hoch. Und das sind auch so die Momente, wo du Fragen stellen kannst, weil du bekommst auch eine Antwort, wenn du gute Fragen stellst.
Und was mir auch hilft, sind so kleine Zeichen vom Universum zu bekommen, ja. Also so zum Beispiel sehe ich dann immer doppelte Nummern, wie zum Beispiel die 1111, ja, oder die 222 oder die 333 oder die 444. Und das ist auch etwas, wo ich dann immer das Gefühl habe, okay, da spüre ich so eine kurze Connection, da spüre ich so, dass meine Intuition aktiv ist. Wirklich, überprüf das mal und sei einfach achtsam, sei be aware. Guck mal, was du immer wieder für so Muster, für so Patterns zugespielt bekommst vom Universum, in dem du präsent bist, in dem du achtsam bist. Und da kommuniziert auch deine Intuition mit dir. Eine weitere Sache, die wirklich hilft, ist, deine Träume aufzuschreiben. Also morgens, wenn du noch so halb schlaf bist, einfach kurz dein Handy nehmen. Nein, nicht dein Handy nehmen, weil dein Handy ist ja nicht in deinem Schlafzimmer, weil du hast ja einen normalen Wecker. Aber einfach dein Notepad nehmen und da ganz kurz aufschreiben. Ja? Da kannst du auch ganz viel drin erkennen und auch so intuitive Downloads bekommen. Ja? Und dann, was mir auch immer geholfen hat, um wirklich, das habe ich ja jetzt am Anfang schon von der Folge gesagt, aber ich gehe da jetzt nochmal drauf ein, ist nochmal aufzuschreiben, wann in deinem Leben hast du mal ganz konkret nach deiner Intuition gehandelt und wie hat sich das ausgedrückt? Weil letztendlich war das bei mir zum Beispiel, ne, mit der ganzen, mit meiner Berufung zum Beispiel, es war ganz, ganz, ganz klar. Und dann auch nochmal so zu überprüfen, wie hat sich das vielleicht in deinem Körper ausgedrückt? Also bei mir ist das immer so eine Weite, so eine Expansion, die ich spüre. Und weißt du, wenn mein Ego da ist, das ist ja immer so hektisch und da werde ich immer so ein bisschen gestresst. Aber wenn meine Intuition mit mir spricht, dann bin ich ruhig. Das ist eine sehr klare, deutliche Stimme. Überprüf das auch mal für dich. Überprüf mal, als du mal auf deine Intuition gehört hast und das eine gute Idee war, da gehe ich jetzt mal von aus. Guck da mal, wie da das in deinem Körper sich angefühlt hat, weil unsere Intuition lebt in unserem Körper. Deswegen ist es so wichtig, Körperbewusstsein zu stärken. Deswegen ist es so wichtig, Bewusstsein zu praktizieren. Und als letztes möchte ich noch darauf eingehen, was deine Intuition blockiert. Als allererstes natürlich, wenn du sie ignorierst. Kenne ich auch. Mache ich auch manchmal noch, ja. Das geht immer nach hinten los. Aber wenn du wirklich so eigentlich so diesen ganz klaren Impuls, dieses Gänsehaut, diesen Hunch, diese klare Stimme, dieser Gedanke, der immer wieder kommt und du ignorierst es und du ignorierst es und du ignorierst es. Das blockiert natürlich deine Intuition. Eine weitere Sache sind Traumas. Also wirklich ein Traumata, also Verletzungen aus der Vergangenheit, Dinge, die dein Nervensystem nicht verarbeitet hat, ja? Weil dann einfach du davon ausgehst, ah, jetzt gerade ist das meine Intuition, die mit mir spricht, aber dann ist es eigentlich dein Ego. Wie zum Beispiel, wenn du eine schmerzhafte Erfahrung hattest mit deinem Ex-Freund, ja? Und dann dich der Männerwelt verschließt, weil du sagst, nee, also ich weiß nicht, aber der Typ, also irgendwie ist dann was Komisches, also irgendwie habe ich dann ein komisches Gefühl mit dem. Und du glaubst, das ist deine Intuition, die dich einfach, ja, protecten will, aber es ist eigentlich dein Ego, es ist eigentlich dein verletztes innerliches Kind, welches sagt, nein, 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 diese Erfahrung möchte ich nicht nochmal machen. Deswegen ist es so wichtig, diese Arbeit auch zu machen, mit Glaubenssätzen auflösen. Deswegen ist es so wichtig, mal zu schauen, wo habe ich gewisse Traumata in meinem Leben erlebt. Deswegen ist Heilung und diese Heilungsprozesse so unglaublich wichtig, weil das natürlich, wenn du es nicht tust, deine Intuition blockiert. Ja? Weil eine weitere Sache ist auch, was deine Intuition blockiert, sind so Erwartungen haben, wie sich deine Intuition anfühlen soll. Also sie soll sich so anfühlen oder sie drückt sich so aus oder sie kommt in so einer Stimme. Dann versuchst du es nämlich wieder zu kontrollieren mit deinem Kopf und hast so eine Erwartungshaltung und das blockiert deine Intuition auch. Also weil deine Intuition ist schwierig festzulegen. Das ist schwierig, so deinen Finger drauf zu packen und zu sagen, genau so ist das jetzt und genau deshalb treffe ich jetzt diese Entscheidung und so weiter und so fort. Das ist halt nicht logisch, ja. Und wenn du so eine gewisse Erwartungen hast, dann versuchst du es logisch zu machen, dann versuchst du es zu kontrollieren mit deinem Kopf. Also ich hoffe, das hat dir geholfen und ich bin super gespannt von dir zu lesen. Also kommuniziere sehr gerne mit mir mal bei @NicoleDavidow über deine Intuition, wie sich deine Intuition ausdrückt. Ich hoffe, jetzt haben die zwei Podcast-Folgen von letzter Woche und auch von dieser Folge dir wirklich geholfen, was das Thema Intuition angeht, weil das ist tatsächlich eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. So, Nicole, was ist der Unterschied zwischen meiner Intuition und meiner Angst? Und dafür ist es so wichtig, dass wir die Beziehung zu unserem Körper halten, dass wir ankommen in diesem Moment und immer wieder Bewusstsein praktizieren, dass wir uns in unserem Körper verankern. Wenn wir uns in unserem Körper sicher fühlen, dann fühlen wir uns sicher. Punkt. Das ist einfach so. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, das weiß ich aus Erfahrung mit meinen Klientinnen. Ich war so lange von meinem Körper entfernt. Ich hatte so lange, war mein Körper nur irgendwie so etwas, was ich mit mir rumgeschleppt habe und was irgendwie so funktionieren musste. Und seitdem ich das integriert habe, man sagt ja auch so Body, Mind and Soul, dass wenn du das alles quasi in
eins bringst, dann fängst du an, in diesen Flow-Zustand zu kommen. Dann ist es auch viel leichter für dich zu vertrauen, mit dem Fluss des Lebens mitzugehen, nicht die ganze Zeit im Kopf zu sein und die ganze Zeit mit Quatschi mitzugehen und die ganze Zeit über irgendwas zu stressen, irgendwas kontrollieren zu wollen, sondern wirklich im Hier und Jetzt zufrieden zu sein, im Hier und Jetzt zu spüren und auch einfach mal zu sagen, hey, das Leben ist für mich, ich vertraue meinem Weg, weil I am guided by the universe, I am guided by my intuition. Ja, das kannst du auch nutzen als ein Mantra, als eine Affirmation, die du aufschreiben kannst. I am guided by my intuition. I choose to trust my intuition. Ja, ich wähle Vertrauen. Ich gehe mit meiner Intuition mit. Das sind Dinge, die helfen mir unglaublich dolle. Ja, und wie gesagt, vor allen Dingen, damit du Manifestationsqueen wirst. Genau. Gut, du wundervoller Mensch. Ich hoffe sehr, es hat dir geholfen. Sag mir gerne Bescheid, connecte mit mir. Ich hoffe sehr, es hat dir gedient. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen großartigen Tag, eine wunderschöne, gute Nacht. Ich freue mich riesig, wenn wir uns im Workshop sehen. Also hier nochmal, melde dich unbedingt an. Alles findest du in den Shownotes. Ich schicke dir jetzt ganz viel Liebe in deinen Tag, in deine Nacht. Much love. The best is yet to come. Deine Nicole.